So, dann zeig mir mal, was ist denn das für eine Waffe? Ninja-Sterne, oder was? So, Level up, Mädchen. 1, 2 oder 3. Letzte Chance ist vorbei. Ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Erase everything in sight. Aha. Interessant. Ist wirklich so ein Panda oder sowas, ne? Soll das so Kung-Fu-Panda-mäßig sein? Alter, warum müssen denn... Das ist voll fett, ey. Kriegt voll Damage. Aua! Ja gut, ich bräuchte Gegner, die von vorne und von hinten kommen anscheinend. Weil dann kann ich das nämlich so... ...das so machen, dass sie da so... Okay, Level up! Was hätten wir denn gerne? Cross... Whip... Center... Water... Nummer 3, Center Water... Generates Damaging Zones. Die übrigens so random sind. Aber könnte hier ganz gut funktionieren, ja. Ach Mann, ey. Oh Gott. Money. Health. Chicken! Magic Wand, Clover oder Armor? Luck. Bücherwürmer, wo denn? Die komischen Holzdinger hier? Das kommt. Achso, das hat so einen Cooldown-Effekt, das Pentagramm. Aha. Sieht man den Kudon irgendwo? Wenn der nächste Proc kommt, sozusagen. Ach, das ist eine Cherry Bomb. Aha. Mädchen weiß, was gut ist. Magic Wand Nummer 3, okay. Für den Knockback, ne? Single Target Knockback. Muss hier aus dieser Choke raus. Meine Fresse, ich muss hier raus aus der Ecke. Ja, ein paar Punkte muss ich das mal liegen lassen. Die holen wir uns später. Shellbone, Clover, Hollow Heart und Axe. Also wir hätten jetzt noch 2 Punkte für Attack. Und noch 5 Punkte für defensive Sachen. Shellbomb ist natürlich das unser... Was ist das, dieses komische Blütending da? Also Hollow Heart wäre passiv, Axt wäre wieder aktiv. Du möchtest gerne mehr HP haben. Gerne. Die kriegen wir aber nicht dazu, ne? Also die Max-HP wurde einfach angehoben. Ich muss sie dann selber nachfüllen. Ach du Scheiße. Oh Gott. Komm schon. Okay.
Also der erhöht dann nur die Max-HP. Aber nicht die aktuellen HP. So. 1, 2 oder 3. Nochmal 3 Empty Tome für Cooldown Reduction. Alles klar. Nee, das kommt anscheinend zufällig. Also ich kann hier nichts drücken oder so. Ich weiß auch nicht, wie lange das dauert, bis das nächste kommt. Man sieht hier aber auch leider nichts. Das ist ja gerade das Problem. Ich kann auch nichts drücken, um das zu benutzen. Ja, wenn irgendwo eine Anzeige wenigstens da wäre, von wegen Pentagramm in 10, 9, 8 oder sowas, ne? Magic Wand. Die Cherry Bombs sind aber auch so ein bisschen random, wa? So, Hollow Center oder Magic Wand. Was hättest du denn gerne? Center Water. Oh shit. Gut, hier liegt schon mal eine Truhe. Ein, zwei oder drei. Letzte Chance ist gleich vorbei. Ja, wir haben eine Truhe. Soll ich die Truhe einsammeln? Oder soll ich die erstmal liegen lassen? Für eventuelle Evos. So, dann drückt man die Daumen, dass es eine gute Truhe ist. Aber wird wahrscheinlich eh bloß eine kleine sein. Okay, Spinatbolzen haben für mehr Damage. Okay, ich muss noch mal eine Runde machen, glaube ich, so wie es aussieht. Alter, what? Der hat die Truhe kaputt gemacht. Ja, gut zu wissen. Gut zu wissen. Dann wird er wahrscheinlich alle Items wegmachen, was darum liegt. Ich wollte gerade hinlaufen, ne? Ich wollte gerade hin, ey. Und die holen. Genau in dem Moment kommt Pentagramm. Voll. Ja, man sieht es halt leider nicht, ne? Das hat dieses Problem so, von wegen, dass du hier irgendwo eine Anzeige hast oder so. So, was hättest du denn jetzt gerne? Die Cherry Bomb, okay. So, Magic Wand, Axe oder Duplicator.
War klar. Das war so klein. Alter, wo ist denn hier das Magic? Das Water, das landet ja sonst wo, ey. Okay, gut zu wissen, dass die XP auf jeden Fall liegen bleibt, aber alles andere anscheinend kaputt geht. Mehr Boom, das stimmt. 50% Chance to explode. Was ist das denn? Dass sie schon dass sie schon beim Aufprall explodieren damit. Das wäre natürlich neat. Ja, irgendwie nicht, ne? Ich dachte, die explodieren, wenn die an. Explode on Contact bräuchtest du. Das wäre natürlich richtig krass dann. Explode on Contact. Das wäre richtig hart. Keine Ahnung, klingt geil. So. Ich weiß gar nicht. Garlic ist, glaube ich, ein Angriff. Zählt, glaube ich, als Angriff. Whippes Angriff. Wound Racers Angriff. Und ja. Cherry Bomb ist natürlich. Natürlich Geld. Nehmen wir mit. Was liegt hier noch? Noch mehr Geld, okay. Alles klar, alles weggebummt. Ja, wenn die natürlich in der Masse explodieren, die Cherry Bombs, dann sind die echt nicht schlecht, ne? Aber wann explodieren die mal in der Masse? Kommt auch ganz drauf an, wie viel da auch da in der Gegend rumläuft, ne? Ist so ein bisschen wie Cross. Ne, ich muss jetzt hier die links anschießen, damit die Cherry Bombs rechts explodieren. Aber gut zu wissen. Also, wenn jetzt eine Truhe auftauchen sollte, soll ich die immer gleich einsammeln wegen dem Pentagramm oder? Ach, guck mal an. Duplicator haben wir ein Projectile mehr. Pentagramm reduziert den Cooldown um 10%. Und wir haben Spinat oder Damage nochmal um 10. Okay, Pentagramm. Der hat gerade den Boss einfach weggehauen. Lasst mich durch, ich bin Arzt. Oh, der hing da fest, das wollte ich nicht. Was möchtest du denn haben? Cross, Axe, Empty Tome oder Knife? Ist eigentlich alles nicht geil. Außer Empty Tome. Aber du möchtest Cross. Dann kriegst du natürlich Cross. Weil Cross ist nämlich genauso wie Cherry Bomb. Weiß, wo ich hin soll. Ich habe ein bisschen Platz hier. Scheiße.
Schön. Alles klar. Nummer 2, Sandy Water, willst du weiter ausbauen? Dann kriegst du noch mehr Sandy Water, alles klar. Ich muss irgendwie versuchen, in der Mitte zu bleiben, damit das Cross und die Cherry Bomb den größten Effekt haben. So, wir haben Cherry Bomb, Lightning Ring, Pumarole oder Pumarole, Knife. Nummer 3. Also um 1 HP zu regenerieren, brauchen wir 5 Sekunden, ne? Und für 100 HP? Machen wir 10 HP, 50 Sekunden. Willst du wirklich das nehmen? Sag nochmal ja oder nein. Ich würde jetzt nochmal versuchen, ein paar Kronleuchter zu snacken und gucken, ob da irgendwie was zu essen drin ist. Aber wenn du ganz sicher gehen willst, ne, kannst du auch den letzten Passiven mit Pomeroller machen. Ich will jetzt nicht sagen, so von wegen, ja, nimm jetzt eins und dann verkacken wir gleich. Aber ich würde auf jeden Fall versuchen, gleich. Ich würde auf jeden Fall jetzt versuchen, Kronleuchter irgendwo anzugehen. Ich muss nur kurz gucken, wo ich lang kann. Durch den Chokepoint. Okay, schnell raus aus dem Chokepoint. Aua, 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 aua. Oh, ich bin zu weit unten. Ich bin zu weit unten. Ja, das ist schon eher was. Ja, ja, ja. 60% Chance to explode. Nochmal oben drauf zu dem 50. Eins. Okay, dann kriegst du eins. So, wir hätten jetzt eine Tag, ein Passiven, eine Tag. Obwohl Laurel als Attack zwar zählt, ne, aber ist halt nur Shit. Und Abstract Orb, ne, ist klar, ne? Wir können mehr einsammeln. Was hätten wir denn gerne? Knife, Abstract Orb oder Laurel? Laurel? Okay. Dann nehmen wir die zwei. Alles Schrott halt. Ja, jetzt kannst du Cherry Bomb nochmal leveln. Die Whip ist die letzte Attack, die du machen kannst. Laurel, letzte Attack oder mehr HP. Okay, Cherry Bomb. Größerer Base. Oh, guck mal, wie groß das jetzt ist, wa? So, jetzt muss ich mich wieder so ein bisschen auf die Mitte konzentrieren. Alter, hier. Ich hab hier eine Bombe eingeschlagen, ey. Okay, das Pentagramm ist natürlich richtig schlecht, wenn jetzt gerade so ein Boss da ist, ne? Weil der killt nämlich den Boss und der Boss droppt dann keine Truhe. Ist natürlich dann irgendwie ein bisschen schlecht. So, wir gucken nochmal, ob wir irgendwie an einen Helf rankommen. Ah, guck mal einen an.
25% Chance to not erase items. Nummer 3, okay. 25%, dass die Items nicht weggemacht werden. Oh shit. Bring ich aus dem Choke Point raus. Fuck. Muss immer darauf hoffen, dass die Cherry Bomb richtig explodiert und die richtigen Gegner platt macht. So, Cherry Bomb, Magic Wand, Fire Wand oder Duplicator. Damit wäre dann der Duplicator voll. Wie du siehst, links oben in der Ecke hat er nur noch einen Slot frei. Dann wäre Duplicator fertig auf Level 2. Mehr Duplicator kommt dann nicht mehr. Oben links siehst du noch, wie viel du Cherry Bomb. Also Cherry Bomb wäre dann auch auf dem letzten Level. Pentagramm sind noch 4 Stück. Center Water sind noch 4. Aber Duplicator zählt ja für alle Waffen, auch für die Cherry Bomb. Und Center Water ist ja alles mit drin. Wird gerne mal hier irgendwo. Okay, wir gehen mal nach links. Das bringt ja sonst nichts. Komm da irgendwie nicht mehr durch. Ja, ich habe gerade versucht, mit Ach und Krach nach rechts zu kommen, aber selbst der Projektor im Meer hat nicht. Hat zwar auf jeden Fall geholfen, aber nicht durch die undurchdringbare Mauer zu kommen. Ach Mann, jetzt hat er schon wieder so einen Miniboss weggebumst, ey. Kann doch nicht wahr sein, ey. Irgendwie keine Items mehr. Wo sind denn hier die? Ah, da unten sind welche. Und dreimal Geld war drin. Nice, nice. Und nochmals nice. Weiß ja nicht, wann die so respawnen, die Dinger. Ob ich eine bestimmte Anzahl an Gegnern oder sowas töten muss, damit die respawnen. Okay, der nächste Mini-Boss. Hoffen wir mal, dass wir den diesmal ein bisschen schneller platt machen, bevor das Pentagramm wieder zuschlägt. So, Cherry Bomb, Hollow Heart oder Knife. Was hätten wir denn gerne, Mienchen? Cherry Bomb, damit machen wir sie fertig, komplett cool. Okay, damit haben wir die Base Area nochmal erhöht. Eine Truhe. Bam. 4 Glück, dass es eine Dreier-Truhe ist. Beziehungsweise eine 5er. Leider nicht. Ein Orb? Pickup Range. Um 33% erhöht. Nice. So, da hätten wir nochmal Pentagramm mit 10%, 10 Sekunden weniger Cooldown. Garlic, viren Attack und Hollow Heart. Pentagramm, it is. Piu, piu, piu. Sag mal, ist denn heute schon Silvester? So wie das da manchmal explodiert, ey. So, ich hätte irgendwie Bock, mal wieder nach rechts zu gehen.
Weil da liegt auf jeden Fall noch eine Menge. Ich möchte jetzt nicht sagen Loot. Aber auf jeden Fall. Ah, fuck. Ich krieg gerade übelst Schaden, Alter. Muss sofort nach oben steuern. Ich krieg gerade super viel Schaden. Nummer 1, Cooldown Reduction. Okay, jetzt heißt es überleben, überleben. Uah. Voll in den Miniboss reingelaufen, Alter. Ja, ich voll spät erst gesehen, ey. I'm sorry. Center Water to Level 4. Candelabrador. Okay. Also, die DPS von der Cherry Bomb war gar nicht mal so schlecht. Center Water auch nicht, mit der Hälfte ungefähr. Und Cross, obwohl es nur auf Level 1 war, auch ungefähr die Hälfte. Wie Center Water auf Level 4.